Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark and Light. Ich versuche hier gerade einen Bären zu zähmen. Ah, da kommt er. Und das ist gar nicht so einfach. Dieses Tier ist sehr widerspenstig, wenn ich das mal sagen darf. Und es ist vor allem Level 68. Ich werde so feiern, wenn ich diesen Bären habe, ohne Witz. Jetzt könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich da feiere, wenn ich diesen Bären habe. Aber erstmal muss ich ihn haben. Das ist gar nicht so einfach. So, warte mal jetzt hier jetzt. Lass mich runter vom Tier. Oh, ich hasse es, wenn ich von dem Tier nicht runterkomme. Es ist so nervig, ey. Es ist echt so nervig. Es ist mindestens so nervig wie in Ark, wenn man da nicht vom Tier runterkommt. Wenn man vor allem auch dringend... Oh Gott. Wenn man da vor allem auch dringend vom Tier runterkommen muss. So, warte mal. Griffin, du musst gerade mal kurz ein bisschen tanken. So, jetzt schnell weg. Ey, wieso liegt der nicht? Das ist unglaublich. Der hat schon so viele Pfeile auch wieder gefressen. Mein Gott, ich habe auch wieder ein paar Mal daneben geschossen, aber trotzdem. Das ist echt abartig, wie viel die aushalten, die Bären. Will vor allem jetzt auch den Griffin nicht unbedingt verlieren bei der Aktion. Wäre irgendwie nicht so geil. Komm her, Dicker, komm her, komm her. Ich frage mich halt, wenn er wegrennt, ob er dann schon so viel Torpor hat, dass er Angst vor mir hat. Manchmal geht das auch nicht mit den Treffern. Das ist echt seltsam. Man denkt, es geht und dann geht es trotzdem irgendwie nicht. Na, komm doch her. Er meint das ernst. Ah! Aber man kann gut weglaufen vor dem Bären. Das muss man mal sagen. Nein, meine Ammo ist kaputt. Scheiße. Oh Gott. Hoch, 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 hoch. Nein, 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 nein. Warum rutscht man da immer so ab? Das ist so gar nicht so steil. Flieg, flieg, flieg. Oh Gott. So, jetzt muss ich mal gerade die verbliebenen Harpunen, die muss ich gerade mal hier raufladen. Es sind nur noch vier! Es sind nur noch vier! Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Unter mir. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Ich hatte 50 von diesen verbesserten Harpun-Darts. Und die habe ich alle in diesen verbuggten Bären, der da am Berg hängt. Hier, sie hängt ja noch so ein Bär fest. Der ist verbuggt. In denen habe ich die ganzen anderen Harpun-Pfeile, die ganzen wertvollen, habe ich da reingeblasen. Ja, total nervig. Und es hat natürlich nicht funktioniert, wenn er da festhängt. Und wenn die festhängen, kriegen sie irgendwie keinen Torpor. Keine Ahnung. Warte, 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 warte. Nein! Oh, wie ich hänge, wie man immer hier an jeder Scheiße festhängt. Das ist so nervig. Ja, komm her jetzt, komm. Wir haben nur noch vier Pfeile. Aber es ist witzig, der Bär bleibt halt stehen, um einen zu treffen, und in der Zeit kann man halt vor ihm weglaufen. Das ist eigentlich ganz nice, aber jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Scheiße. Wenn er jetzt nicht liegt, ja, dann wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr liegen. Warte mal. Da muss ich jetzt mal wegfliegen ganz schnell. Hm, ich könnte mir jetzt hier natürlich noch neue Betäubungspfeile machen. Müsste nur erstmal dafür sorgen, dass er irgendwie die Aggro verliert. Oder vielleicht irgendwo hängen bleibt. Man müsste die Tiere irgendwie markieren können, dass man die sich merken kann. Aber gut, es ist ein dunkelbrauner Bär mit Level 68. Wie häufig kann das hier vorkommen? Also mal ehrlich jetzt. Wie oft kann man dem über den Weg laufen? Wir merken uns das mal. Das ist dieser Berg hier, wo der Bär festhängt. Ich versuche jetzt mal schnell neue Pfeile zu machen. Ganz schnell. Was brauchte ich dafür eigentlich nochmal? Moment, muss ich nochmal nachgucken. Moment, das sind Harpun... Nee, wie hießen die nochmal? Hier sind sie, wie hießen die? Stone Hook Arrow, genau. Da brauche ich... Ach, scheiße, da brauche ich ja diese dumme Charcoal dafür. Da muss ich ja wirklich nochmal zurückfliegen. Ach, ist das ätzend. Sorry, aber das ist gerade so nervig. Ich habe die ganzen tollen High-End-Darts, die ganzen Iron-Harpunen, die habe ich alle in den verwackten Bären reingeschossen. Ach, ist das nervig. So ärgerlich, wirklich. Und die kriegt man ja nicht wieder, wenn man sie da einmal reingeholzt hat. Das ist echt... Das könnte mich so ein bisschen triggern gerade. Weil das sind echt... Die sind viel besser als die normalen. Die führen normalerweise dazu, dass ein Tier eigentlich recht schnell liegt. Aber wenn das Tier festhängt, dann geht das nicht. Tiere, die festhängen, die kann man nicht legen. Das ist halt die blöde Scheiße. Und wenn natürlich der Bär am Berg hängt, der, dann kann man den nicht legen. Naja gut, da hat der Griffin jetzt erstmal auch ein bisschen Zeit, sich hochzuheilen. Aber ist schon doof irgendwie. Schon irgendwie ziemlich blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gebe jetzt nochmal dem Griffin... Stamina hat er jetzt eigentlich genug, ich gebe dem nochmal ein bisschen mehr Leben. So.
Ja, vielleicht nochmal einen Punkt Stamina. Und Base. So. Wunderschön. Aber den Griffin auch mal ein bisschen geskillt hier. Jetzt ist er Level 39. Jetzt kann er auch schon ein bisschen mehr. Aber es ist schon arg ärgerlich mit dem Bär. Vor allem arg ärgerlich. Was für ein Wortwitz. Jetzt wird es auch gerade dunkel. Jetzt lohnt sich es auch gar nicht draußen rumzurennen, muss ich auch mal sagen an der Stelle. So, Charcoal habe ich ja hoffentlich noch genug. Da ist ja immer ordentlich was durchgebrutzelt eigentlich. Eigentlich. So, gucken wir mal hier rein. Hier müsste... Genau, da ist schon mal Charcoal. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich noch brauche dafür. Auf jeden Fall hier das Zetsch-Zeug, ne? Auf jeden Fall, wenn ich neue Pfeile machen will, also auch generell normale Pfeile, die brauche ich ja, um die Harpunen zu machen, brauche ich, glaube ich, auch das andere Zeug hier. Hier ist auch nochmal Charcoal. Sehr gut. So, und hier hinten brennt ja auch noch was durch. Da machen wir jetzt nochmal einen richtigen großen Schwung Pfeile. Also so einen richtigen riesigen. Guck mal, ich habe extra einen Stone-Feeding-Trough gemacht für den Bären. Schweinerei. Und dann will der nicht. Dann will der nicht, wie ich will. Diese Bären sind halt eigensinnig, ne? Das muss man wirklich mal sagen. Die lassen sich halt nicht so einfach zähmen. Aber die sind vom Stärkegrad her auf derselben Stufe wie der Griffin. Also, wenn ich so ein Level 68 Bär habe, dann habe ich erstmal ein richtig cooles Tier am Start. So, jetzt brauche ich noch Stein. Dann brauche ich noch dieses komische Twitch. Twein. Hier, dieses Twitch, genau. Twein. Nicht Twitch. Twitch war diese komische Plattform zum Streamen. Diese Obskure, die keiner kennt. Nein. Natürlich kennt jeder Twitch. So. Aha, Tailoring. Ich habe mal wieder geskillt und gelevelt. Nice. Mithril Robe Shoes. Nicht schlecht. So, okay, dann machen wir jetzt erstmal Pfeile. 100. Und dann machen wir die Harpunen. Die Hooks. Aber die kann ich nicht machen. Warum nicht? Was fehlt denn da schon wieder? Da fehlt... Ach so, das Zeug. Ah. Kann ich noch laufen? Ja. Diese komischen Magic Shards fehlen da. Naja, es ist eh, wie gesagt, gerade dunkel. Da haben wir gerade nichts Besseres zu tun, als zu kraften. Oh, ich habe ja Hunger. Diese Bärenjagd macht ganz schön hungrig. Der Bär schafft es nicht, einen Bären zu zähmen. Das ist eigentlich auch schon ziemlich krass, oder? Ich würde ja am liebsten auch die Tiere irgendwie in einem Zähmgehege zähmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja auch blöd, weil wenn sie sich im Zähmgehege verheddern, dann kriegen sie ja auch keine Torpor. Dann liegen sie ja dann auch nicht. Ist schon schwierig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt dann auch noch einen Drachen genauso zähmen. Boah, wie soll man das denn machen, ey? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Ach, mein Zauber war kaputt, deswegen ging das nicht. Oh. Hier, jetzt habe ich wieder einen richtigen Zauber, einen Kopfwebzauber am Start. So. Jetzt kann ich auch wieder die Harpunen machen, richtig? Genau. Ob 76 ausreichen? Wir schauen mal. Ich muss auf jeden Fall auch die eine Armbrust reparieren. Warum geht das nicht? Was fehlt? Natürlich fehlt dieses komische Twine. Was sonst? Oh, schnell. Eine Umverfrachtung hier. Komm. Jawoll. So und so. Jetzt muss ich nochmal auslösen, ne? Hier, weil jetzt die Harpunen wieder... Genau. Gucken wir mal, wie viele jetzt noch übrig bleiben, nachdem jetzt das Twine wieder weggegangen ist. So, ich lege jetzt hier nochmal ein bisschen Holz nach, damit hier auch immer schön Charcoal entstehen kann. Die meiste Charcoal habe ich halt immer gewonnen darüber, dass ich halt hier immer Schmelzen aktiviert habe. Aber momentan bin ich halt nicht dazu gekommen zum Bauen und zum Farmen, deswegen sind die Schmelzen hier gerade auch alle aus. Aber normal versuche ich eigentlich da immer was durchschmelzen zu lassen. So, komm schon. Oh, es regnet. Moment, ich muss mich ausstellen. Krieg ich Wasser, umsonst. Schnell mal, genau. So. Wunderbar. Flup, 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 flup. Das dauert auch ganz schön lange, diese ganzen Pfeile zu craften, oder? Okay. Wie viele haben wir denn jetzt? 50 plus 26 sind 76 Pfeile, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wenn Adam Riese mich jetzt nicht täuscht, dann sind das 76. Okay. Dann gehen wir jetzt mal wieder los. Vielleicht finden wir ja diesen...
Bären, den wir da gerade schon versucht haben zu zähmen. Vielleicht finden wir den ja wieder. Vielleicht hat er ja auch noch ein bisschen Torpor. Also noch so ein bisschen Fatigue, genau. Fatigue war's. Fatigue. Nicht Torpor. Im Grunde ist es ja das gleiche wie Torpor. Es heißt nur anders. So, jetzt habe ich natürlich auch schon wieder vergessen, wo genau das war. Also das war bei so einem Berg in der Nähe von diesen großen Bäumen. Und den Pilzen. Diesem Pilzbiom. Da war das in der Nähe. Ich meine, es gibt ja auch noch sowas wie Elefanten. Die würde ich auch gerne zähmen, ehrlich gesagt. Aber ich habe bisher nur einen einzigen gesehen. Der ist lustigerweise da gespawnt. Direkt an diesem Aufgang zu meinem neuen Domizil. Und da habe ich den aber nicht zähmen können, weil ich da gerade mit anderen Sachen beschäftigt war. Und ich weiß halt auch nicht, ob man dafür vielleicht auch diese erweiterten Pfeile braucht, diese Eisenpfeile. War das nicht sogar hier mit dem Bären? Ich glaube schon. Das war doch hier. Jetzt ist die Frage, finden wir diesen Bären wieder? Warte mal, was ist denn das da drüben? Irgendwas Fliegendes greift... Ach so, das sind Griffins. Moment mal, hier unten ist irgendwas, hier läuft was, was Dunkles. Das ist aber ein Schwein. Scheiße, ich glaube, der Bär, der hier festgehangen hat, ist ja auch nicht mehr da, oder? Das ist ja schon der Berg hier, oder? Oder ist das nicht der Berg? Ne, Moment, hier hinten war das. Ich wollte gerade sagen, da ist er noch. Ich glaube, das ist er. Muss mich mal kurz angreifen lassen von ihm. Um ja, da hängt auch noch der Bär fest, der Verbackte. Der Backbär. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, der ist auch schon noch Akku auf mich. Guck mal. Ja, das ist der. Aua. Die haben mich erwischt. Ha. Rübergesprungen. Das ist ja voll lustig irgendwie. Hui. Jetzt schnell hier durch. Kann ich ihn ein bisschen verlangsamen? Jetzt liegt doch einfach mal, komm. Von einem Artgenossen zum anderen, jetzt mal hier ehrlich. Das muss doch mal jetzt gehen hier, dass du liegst. Ohne Spaß. Ohne Spaß jetzt, komm. Tu mir den Gefallen einfach. Nein, nicht festhängen. Darfst nicht festhängen. Das ist aber auch manchmal echt so buggy, oder? Ey, ohne Witz, manchmal sieht das aus, als wäre er... Als hätte er so viel Torpor, dass er... liegt, weil er so komisch zuckt. Aber er hat sie nicht. So, jetzt reißen die Seile. Ey, ohne Witz, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ernsthaft nicht. Was muss ich tun, um diesen Bären zu legen? Oh, da ist er wieder. Ohne Witz, I shit you not. Der ist doch gerade kurz umgefallen. Der ist doch gerade ganz kurz umgefallen. Verstehe das nicht. Ey, ich check das nicht. Ich hatte auch schon Berichte bekommen, tatsächlich. Ich hatte Berichte bekommen. Ha, ha, ha. Ja, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt. Ja! Wo ist der Griffin? Ich brauche Fleisch, schnell! Alter, das hat lange gedauert. Das hat so lange gedauert. Wir haben am Anfang noch von diesen erweiterten Pfeilen welche reingeladen, von diesen verbesserten. Haben den damit versucht zu legen. Dann hat er auch noch irgendwie 100 von den Pfeilen jetzt hier von den Standardpfeilen gefressen. Ich habe keine Füße mehr. Also ich habe noch Füße, aber ich meine, ich habe keine Schuhe mehr an. Es ist der Wahnsinn hier. Bitte sag mir, dass du das frisst. Oder bist du... Put food in the feeding trough. Was? Ernsthaft? Der ist ein Vegetarier! Das bedeutet, wenn man Herbivores umsetzen würde, in Dark and Light, könnten die Bären mitmachen. Dann brauche ich jetzt erstmal eine große Menge Äpfel. Gott! Ah, das war ein ganz schöner Act, jetzt den zu betäuben, wenn ich das mal sagen darf. Ich hoffe, das ist das Taming Food für den. Mal schauen. Mal gucken. Frisst er? Put food in the feeding trough. Ach so, ach, das ist wieder die Sache. Ich brauche einen normalen Standard-Feeding trough und nicht den erweiterten. Okay, aber gut zu wissen, dass man auch für den Bären keinen Stein-Feeding trough braucht.
Das muss man ja alles erstmal auch lernen, ne? Das ist ja so die Sache. Ich weiß gar nicht, was brauche ich eigentlich dafür? Moment. Feeding drauf. Ich habe schon alles. Jetzt ist die Frage, frisst er Fleisch oder frisst er Äpfel? Fleisch oder Äpfel ist jetzt die große Frage. Hä, wo ist denn der jetzt? Ach so, auf der alternativen Leiste. Habe ich wieder umsonst diesen Stein-Feeding-Troch gebaut hier. So, jetzt nehmen wir erstmal hier die Nahrung raus. Jetzt probieren wir es direkt erstmal mit Fleisch. Ich hätte echt gedacht, dass Bären Fleischfresser sind. Sie sind doch auf den Kadaver. Ah, okay, alles klar. Nee, gut. Ich streiche alles, was ich gesagt habe. Der Bär ist ein Fleischfresser. Er frisst Fleisch, aber er frisst es halt nicht aus dem Stein-Feeding-Troch, sondern aus dem Standard-Feeding-Troch. Okay, und wir sehen, meine Fresse dauert das lange. Meine Fresse dauert das lange. Aber er verliert auch die Constitution nicht so schnell. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir reiten jetzt mal schnell noch zurück. Ich muss noch mal gucken, wie schnell frisst denn der? Ja, das passt eigentlich. Okay. Wie viel Constitution hast du? Okay, das läuft. Ich hoffe, der bleibt jetzt hier liegen. Und ich hoffe, er wird auch nicht angegriffen. Ich muss jetzt noch mal zurückreiten. Ich hole jetzt noch mal direkt einen Sattel für den. Für den Bären. Ja, wir holen jetzt direkt einen Sattel. Dann können wir den nämlich auch direkt reiten. Moment, ich fliege ja gerade total falsch. Ne, Moment, doch, ich fliege richtig. Ne, Moment. Ich fliege falsch. Moment. Fliege ich richtig oder falsch? Ich bin gerade verwirrt. Ne, doch, ich fliege richtig. Ich bin nervös, ich bin nervös, ich bin so nervös. Ich bin so unglaublich nervös. Ein Bär. Es ist ein Bär. Ich habe einen Bären. Ich kann gar nicht mehr klar denken. Ich habe einen Bären gezähmt. Das war ganz schöner Act, ey. Das war richtig hart. Das war richtig hart. Aber gut, für einen Bären muss man halt auch mal was tun, ne? Ein Bär fliegt einem nicht einfach so zu. Für einen Bären muss man sich ins Zeug legen. Na, dafür bleibt er einem dann treu. Hoffentlich wird er da jetzt nicht gefressen, ey. Wenn ich dann gleich zurückkomme. Aber der hat ja ein bisschen Leben auf jeden Fall. Ich habe mir die Sets jetzt auch noch gar nicht angeguckt. Ich bin so nervös. Durch mein Gehirn schießen gerade 1000 Szenarien, was ich mit diesen Bären alles machen kann. Ja, rumlaufen, töten, Spaß haben, töten und ganz wichtig, töten! Oder einfach nur Spaß haben. Einfach nur Abenteuer erleben mit einem Bären. Manche würden sagen, das ist das ganze Kanalkonzept. Kanalkonzept. So, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich die Bärensättel hingetan? Ich glaube, im Lager habe ich welche. Ah nein, lass mich los, lass mich los, lass mich einfach los! Manu! Mal dieses Festhängen. So, hier ist das Sattel, Sattelkiste. Muss ich mal gucken. Ich meine, ich habe einen Bärensattel mindestens. Ja, Biersattel, sauber. Ein Biersattel. Nein, nicht gegen die Wand laufen. Erstmal pock gegen die Wand laufen. Pock gegen die Wand laufen. Pock. So, den ganzen schweren Kram hier, den packen wir mal weg. Der Bär hat meine Schuhe kaputt gemacht. Schweinerei. Ich verlange, dass ich neue Schuhe bekomme. Ich verlange Ersatzschuhe. Ich könnte ja mal eine Mithril-Rüstung machen. Die ist bestimmt richtig stark. Das könnte ich mal demnächst in Angriff nehmen. Ich habe es ja schon freigeschaltet, Mithril-Rüstung. Weil ich glaube, das ist ein bisschen besser als die Kupferrüstung. Ich glaube, Mithril schützt einen auch vor Magieattacken. Und ich glaube, Mithril ist somit eine Voraussetzung, die man braucht, um so einen Drachen auch zu zähmen. Weil der dann nicht ganz so viel Schaden an einen macht, würde ich jetzt mal vermuten. Es ist nur eine Vermutung, ja? Es ist keine Tatsache. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ich Quatsch erzähle oder nicht. Dann könnt ihr mich aufklären. Weil ich reime mir natürlich die Sachen auch immer so ein bisschen zusammen. Aber das basiert natürlich alles auf dem Wissen, das ich aus Herr der Ringe und so habe. Das basiert ja nicht auf dem Wissen aus dem Spiel. Deswegen, im Spiel können ja bestimmte Sachen auch anders gelöst worden sein. Muss ja nicht alles so Herr der Ringe-mäßig sein, deswegen. An der Stelle immer der Hinweis, wenn ich was behaupte, dann ist das immer so ein Mischmasch aus Halbwissen und so Lore aus irgendwelchen Fantasy-Filmen oder Serien. Deswegen, ne? Ist das alles mit Vorsicht zu genießen. So, ich hoffe, ich fliege hier gerade richtig. Ja, da ist der festhängende Bär. Und dann müsste hier jetzt auch, genau, da vorne ist der liegende... Nein! Ich bin ja auf die Weihwand gesprungen, ich Blödmann! Ich Blödmann bin doch auf die Weihwand gesprungen. Warum mache ich denn sowas? Die wollte ich doch jetzt gar nicht nehmen.
Ich wollte doch den Griffel nehmen. Oh Gott, bin ich schon wieder. Ich bin so verplant. Das ist, wenn ich mich aufs Reden konzentriere, ist das ganz schlimm. Da kommt noch Blödsinn bei raus. So, Moment jetzt mal. Taming läuft aber auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So, und den Bärensattel haben wir jetzt auch. Und wir haben auch genug Fleisch. Und ich glaube mal, da der Zähmenfortschritt schneller geht, als dass die Constitution runtergeht. Wo ist eigentlich... Moment mal, mir fällt gerade mal was auf. Wo ist denn der Balken für... Waren das nicht jetzt bis jetzt immer... Ach, Constitution, sie haben es umbenannt. Das heißt jetzt nicht mehr Fatigue, das heißt jetzt Constitution. Okay, hätten sie es gleich Torpor nennen können, ehrlich gesagt. Komisch. Constitution. Naja, gut. Aber der Constitution-Balken, also der Betäubungsbalken, der fällt langsamer als der Zähmenbalken steigt. Das heißt, wir können mit Fug und Recht behaupten, das wird auf jeden Fall was. Ich muss den nicht nochmal nachbetäuben oder so. Oh ja, yeah, guck mal, da hat er wieder gefressen. Einen schönen Sprung hat er gemacht. Also Damage hat er 170. Moment, Stamina hat er 770, Leben hat er 1512. Er wird wahrscheinlich, wenn man jetzt die Arc-Logik zu Rate zieht, so 30 Level obendrauf bekommen mindestens. Das heißt, er wird Level 98 sein ungefähr, wenn wir ihn fertig gezähmt haben. Je nachdem, wie viel Wilderness er noch verliert durch irgendwelche, ja, Fehltritte meinerseits. Oder wenn hier irgendwas ankommt, was ich mit der Wyvern nicht platt kriege. Dann könnte es sein, dass er den Wilderness-Wert verliert. Ich hoffe mal, hier spawnt jetzt nichts ohne Spaß. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Dark and Light. Und mir fällt gerade mal auf, dieser Bär ist so dunkel, dass man den überhaupt nicht richtig erkennen kann. Den muss ich wahrscheinlich nachträglich sowas von aufhellen, damit man überhaupt sieht, dass das ein Bär ist und nicht einfach nur ein schwarzer Klumpen. Das ist schon ganz schön krass. Bis zur nächsten Folge Dark and Light. Bis dann, ciao, ciao.